Party, Yoga, healthy oder was? Koh Phangan ist bekannt dafür als Partyinsel, Fullmoon-Party. Viele Backpacker waren hier angezogen von dieser Partymeile, sage ich jetzt schon fast, von diesem Strand, wo die Fullmoon-Party stattfindet. Das ist ganz am anderen Ende, wo wir jetzt im Moment sind. Und Thailand ist gleichzeitig bekannt, Koh Phangan, als die Insel mit die meisten Yoga-Retreats und Gesundheitsresorts, Gesundheitsangeboten, Healthy-Kliniken. Wir haben ja jetzt ein paar Tage im Westen verbracht, ein paar Tage im Osten verbracht, im Süden, so rum. Und jetzt die nächsten 3 Wochen typisch thailändisch. Warum? Weil für einen Monat gab es gar nicht so viele Optionen mehr, als ich gebucht habe. Ich wollte tatsächlich hier auf diese Insel, weil wir da gestartet sind auf unserer Weltreise, weil ich die Insel einfach genial finde. Und natürlich auch, weil ich ganz bewusst eine Entscheidung getroffen habe, wo investiere ich schwerpunktmäßig. Und ich liebe es, solche Apartments zu haben wie die letzten 4 Tage. Und gleichzeitig weiß ich, wenn ich wachsen will, ich selber und mein Business, dann ist es wichtig und notwendig, in mein Business, in mich zu investieren. Und das hat Priorität 1. So, und jetzt nehme ich dich mit hier in unser Häuschen Thailand-Style. Ich setze mal gerade die Brille auf, wenn ich nach oben gehe. Neben uns wohnt eine Engländerin für 9 Tage. Dieses Haus wird vermietet von einem Engländer, der seit 14 Jahren hier wohnt. Und das ist übrigens das vorige, wo wir gewohnt haben, der nannte das Amata Life. Denn Amata heißt hier unsterblich, wenn ich es richtig erinnere. So, wenn du hier raufkommst, 2 Hängematten. Da hinten, Christoph, hat sich's gemütlich gemacht. Einer, normalerweise ist das ja mein Plätzchen, ja. Ich liebe Hängematten und ich finde, ja, zeig dir mal den Ausblick. Du bist hier sozusagen ziemlich im Grünen auch. Über der Straße drüben ist der Strand, ist das Meer. Und hier geht es rein in unseren Wohnbereich mit einem kleinen Arbeitsplatz oder Essplatz, wie auch immer du möchtest, mit Küche, Blick nach hinten raus und natürlich Badezimmer, Blick ins Schlafzimmer mit Ventilator und nach draußen der Blick. Ja, das ist unsere Unterkunft für die nächsten 3 Wochen. Da werden wir die Trainings vorbereiten, die Workshops, weil ich, mein Ziel ist wirklich hier noch ganz viel an Input weiterzugeben. Ganz viel dir zu zeigen, wie Party ist bei uns vorbei. Aber wie du deinen Lebensstil, deine Lebensqualität, wie du all das verändern kannst, wie du wirklich ein rundum erfülltes und freies Leben führen kannst, das ist mir persönlich wichtig und das möchte ich mit so vielen Menschen wie möglich teilen. An dem werden wir hier arbeiten. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag und schicke dir ganz liebe Grüße aus Koh Phangan. Und schreib mir gern drunter in den Kommentar, was wäre so mehr deins? Diese Party-Geschichte, diese Yoga-Gesundheitsgeschichte oder was spricht dich persönlich an? Liebe Grüße aus Koh Phangan.